Einen wunderschönen 18. Dezember. Guten Morgen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe in den letzten Tagen und Monaten mein Portemonnaie zücken müssen, weil die Weihnachtsgeschenke, die bringt zwar der Weihnachtsmann, aber der Papa bezahlt sie für die Kinder. Ich benutze seit Jahr und Tag so ein Apple Leather Wallet. Bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen. Es ist mein einziges Portemonnaie inzwischen mit 2-3 Karten drin. Beste minimalistische Lifestyle, den ich mir vorstellen kann. Ich hätte ja nicht gedacht, aber es gibt jetzt einen Mitbewerber dafür. Und zwar ist das von der Firma Mucho. Das heißt einfach Magnetic Wallet. Auch aus Leder. Und wie man bereits sehen kann, ich habe eine farbige Karte eingelegt. Es findet hier unten so eine kleine Aussparung, wo man die Karten so ein bisschen leichter hochdrücken kann. Wohingegen das Apple Leather Wallet genau diese Aussparung nicht hat. Da muss man auf der Rückseite seine Finger hier so ein bisschen reinbekommen und das hochschieben. Diese Aussparung hat auch das Mucho Wallet. Und es hat außerdem so kleine Gummistreifen. Die machen das Ganze griffiger. Sehr, sehr viel griffiger. Weil ich benutze das Wallet nicht nur als kleinen Portemonnaie-Rucksack auf der iPhone-Rückseite, sondern auch einfach als Portemonnaie. Ich ziehe es ab, wenn ich es nicht brauche, und habe es in der Tasche oder in der Hosentasche. Und dann ist es halt sehr, sehr viel griffiger durch diese kleinen Streifen, die auf der Rückseite sind. Ist auch aus Leder, bekommt so eine abgeschrägte Kante. Das ist die hier, während das Apple Leather Wallet so eine gerade Kante hat. Und es gibt es in 3 Farben, wohingegen das Apple Wallet in sehr, sehr vielen Farbtönen existiert. Normalerweise ist es andersrum bei diesen Zubehörgeschichten. Funktioniert prinzipiell genauso, hat halt das einzige wichtige Unterscheidungskriterium, es hat keine Integration in Find My. Wenn man das Apple Wallet abzieht, dann gibt es eine Benachrichtigung. Es ist ja wirklich kein AirTag, den kann man nicht suchen. Dieses Wallet kann man nicht suchen. Aber es gibt eine Benachrichtigung, wenn man es abzieht auf dem Telefon, dass es zurückgelassen wurde. Es ist nett, dass sowas existiert. Also die zweite Generation hat das. So eine Bluetooth-Verbindung und die merkt, okay, das Portemonnaie ist nicht mehr dran. Und es gibt eine Benachrichtigung, das kann helfen. Es ist allerdings auch wenn man das öfters ab- und ansteckt, ein Überfluss an Benachrichtigungen, die man dann ignoriert, wie das so bei einem Überfluss von Benachrichtigungen der Fall ist. Dieses hier, dieses Portemonnaie, das macht einfach gar nichts. Das hat diese Integration nicht, so wie die erste Generation vom Apple Leather Wallet. Konzentriert sich auf diese zusätzlichen Gummistreifen, diese kleine Aussparung an der Unterseite und einen günstigeren Preis. Die wollen so rund 44 Euro dafür haben, während Apples Portemonnaie ja mittlerweile 70 kostet. Schon happig, muss man sagen. Ich bin ein großer Fan, ganz prinzipiell, von diesen Rucksack-Geldbörsen. Und mag sie nicht mehr missen. Das ist von Mucho, das Magnetic Wallet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen am 19. Dezember geht es an dieser Stelle weiter.